Ich habe von einem sehr alten Palast gehört, der im Osten steht und den man heute noch anschauen kann, dass in ihm ein Zimmer eingerichtet wurde vor vielen hundert Jahren, das eine außergewöhnliche Lichtbrechung zeigt. Es glitzert und funkelt außergewöhnlich und sehr beeindruckend. Dieser Palast wurde damals von einem Architekten geplant und er wollte in diesem Raum, den es da heute noch zu besichtigen gibt, etwas Besonderes schaffen. Er hatte sich gedacht, er lässt Spiegel rundum an die Wände und an die Decke kleben. Als jedoch die Spiegel geliefert wurden, waren sie zerbrochen. Man teilte das dem Architekten mit und warf diese Reste in den Müll. Wider Erwarten ließ der Architekt aber diese Scherbenreste aus dem Müll holen. Er nahm einen Hammer und zerschlug sie in noch viel kleinere Teilchen und klebte diese kleinen Spiegelteilchen an Decken und Wände des Raumes. Dadurch entstand ein Funkeln wie von vielen tausend Diamanten. Alle Menschen waren tief beeindruckt. So etwas hatte man noch nie gesehen. Vielleicht denkst du, dass das ein gutes Beispiel für dein Leben ist, weil du denkst, dein Leben ist auch wie so ein Scherbenhaufen, der da vor dir liegt. Du denkst, aus diesem Leben ist nichts mehr zu machen. Das kann nicht erfolgreich mehr gemacht werden. Da ist schon so viel passiert, so viel zerbrochen, das ist nicht mehr zu reparieren. Die gute Nachricht ist, gib diesen Scherbenhaufen, wie du ihn siehst, an Gott ab. Diesen Zerbruch, die Dinge, die in der Vergangenheit einfach so negativ, so wirklich zerbrechend in deinem Leben waren. Gib das Gott hin. Denn Gott ist ein Gott, der Macht hat, die Dinge deines Lebens wiederherzustellen. Er hat die Kraft, die Macht, die Kreativität, aus deinem Leben etwas Kostbares zu machen, etwas Außergewöhnliches. Du sollst wieder strahlen, du sollst funkeln, weil du von der Macht Gottes berührt wurdest. Du bist keine Kopie, du bist etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Im Neuen Testament lesen wir: Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, so wird er dich erheben. Wenn du denkst, du stehst nur noch vor einem Scherbenhaufen in deinem Leben, demütige dich unter diese mächtige Hand Gottes. Er wird etwas Kostbares aus deinem Leben machen. Er hat Hoffnung für dich. Er wird etwas Besonderes aus deinem Leben machen. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.